Hallo Leute, ich bin der Dominik und ich begrüße euch zur neuen Folge der FIFA 21 FC Valencia Karriere. Und ja Leute, heute haben wir folgende Spiele. Wir werden jetzt gegen Huesca in die Schnellsimulation gehen, dann Villarreal in die normale Simulation. Gegen Real Madrid werden wir selber spielen, Udi Levante in die normale Simulation, Granada und Real Valladolid werden wir dann nochmal schnell simulieren. Und ich würde auch sagen, Never Change Your Winning Team gegen Barcelona in der letzten Folge und auch gegen Cardiff haben wir gewonnen. Hier gehen wir auch wieder mit dieser Elf rein. Hoffentlich wird uns das nicht das Genick brechen, außer es ist immer ein bisschen risky. AW gewinnen 4:0. Manu Vallejo trifft, Carlos Soler und Maximiliano Gomez mit dem Doppelpack und wir haben die ja mal richtig auseinandergenommen. Nächstes Spiel gegen FC Villarreal. Wir haben eine Veränderung getätigt im Gegensatz zum letzten Spiel. Vallejo muss drin bleiben, wenn er getroffen hat. Dann sehen wir, Gaia kommt dann dafür für Lato. Villarreal starkes Team. Asenjo im Tor, Estupinan, Albiol, Akanji, Mario Gaspar in der Abwehr. Gomez, Parejo, Kokela, Iborra, Chukwueze im Mittelfeld, Alcacer vorne. Wir haben hin Spiel selber gespielt und da haben wir ja mit 0:2 gewonnen. Hier gehen wir in die normale Simulation rein. Ich muss zugeben, diesen Sechster hier wäre ich mit dem Unentschieden schon zufrieden. Nein, wir faulen ihn und dann gibt es Elfmeter in der 88. Spielminute. Paulista wieder gelb. Ich bin jetzt auch nochmal selber reingegangen, um vielleicht noch ein Tor zu schießen, aber Parejo, unser Ex-Spieler, verschießt und damit steht es immer noch 0:0. Carlos Soler mit dem direkten Konter mit Manu Vallejo und der steht Maxi Gomez im Abseits. Nein, er steht nicht im Abseits. 91. Minute. Die La Liga schreibt Geschichte, sage ich mal. Villarreal in der 88. Minute mit einem Elfmeter. Die Chance zum 0:1, die nutzen sie nicht. Und wir dann im direkten Gegenzug mit dem Konter. Ich habe eigentlich zu Maxi Gomez dann hier jetzt einfach nur gespielt, weil ich gedacht hätte, ja, der ist eben Abseits, aber er steht nicht im Abseits. Gut, dass ich mich noch konzentriert habe. Und Maxi Gomez dann mit dem entscheidenden 0:1 oder 1:0. 16. Tor für ihn im 25. Spiel, glaube ich, oder 26. Spiel. Und das muss eigentlich der Sieg sein. Hier holt sich Rajic sogar nochmal den Ball. Vielleicht können wir dann nochmal nach vorne kommen irgendwie. Aber nein, da sehen wir die 2 Minuten sind rum und wir gewinnen gegen Villarreal doch noch mit 1:0. Neues monatliches Scouting-Update. Da schauen wir nochmal direkt rein, ob es irgendwo ein gutes Talent gibt. Wir haben Xavi Fauria. Das ist bis jetzt der beste vom Marktwert. 2,1 Millionen Marktwert. Den nehmen wir mit, den nicht. Und ansonsten ist kein gutes Talent dabei. Dann sehen wir, Xavi Fauria hat also das linke Mittelfeldspieler hat eine 67. Da gehen wir natürlich direkt in den Entwicklungsplan rein und machen den zum linken Flügel, weil ich denke, da brauche ich, wobei rechter Flügel wäre jetzt auch noch gut, aber da haben wir noch ein gutes Talent, weil dann Jason irgendwann auch weichen muss. Linker, wir werden ihn zum linken Flügel umformieren. In Real Madrid gehen wir selber rein, wir mit dem Top-Team. Real Madrid geht mit Courtois im Tor rein, Mendy, Alderweireld, Ramos, Carvajal. In der Abwehr Kroos, Casemiro, Gomez im Mittelfeld, Hazard, Benzema und Silva vorne. Wir haben ja im Hinspiel mit 1:0 gewonnen. Der Simulation hätte ich nie gedacht. Mal schauen, was hier so passiert. Hier wäre ich im Unentschieden zufrieden. Gehen wir rein. Boah, Maxi Gomez kommt da irgendwie durch gegen Sergio Ramos. Der ist viel schneller. Kommt Courtois da noch hin? Nein, 8. Spielminute. Wir gehen mit 0:1 in Führung. Hier im selbstgespielten Spiel. Wir gehen irgendwie immer im selbstgespielten Spiel in Führung. Ist, glaube ich, in jedem Match besser passiert. Wieder wichtig, Maxi Gomez, dass er da noch durchkommt, hätte ich aber auch nie gedacht, hier gegen Sergio Ramos. Und das ist, glaube ich, schon sein 17. Tor. Das ist einfach nur Wahnsinn, dieser Typ. 17. Tor für ihn. Ich glaube, wir brauchen einfach keinen Stürmer, weil er ist unser Stürmer bis Karriereende. Und damit gehen wir mit 0:1 in Führung. Da ist Maxi Gomez, der macht das gut, aber er braucht immer eine Anspielstation. Hier ist eine mit Carlos Soler, dann ist da eine mit Irving Lozano, 17. Minute. 0:2 Führung für uns. Oh, Real Madrid, das sieht nicht gut aus. Also gegen die Großen klappt es echt gut im selber Spielen. Obwohl ich auf Legende bin, das verstehe ich echt nicht. Anscheinend liegt mir einfach Valencia, weil es einer meiner Lieblingsmannschaften ist. Wahrscheinlich liegt das daran. Aber Irving Lozano mit dem 0:2, der hat auch schon sein 7. Tor. Und damit haben wir erstmal eine komfortable Führung. Da läuft Gomez einfach durch und dann faulen wir der Spieler, der einfach im Weg steht. Und es gibt wieder einen Elfmeter, wie auch schon gegen Villarreal. Ich hoffe einfach nicht, dass er eine Rot kassiert. Aber Paulista kannst ja kein Rot und es ist gar kein Elfmeter, das ist sogar nur ein Freistoß. Also ist noch alles in Ordnung, aber Eden Hazard, der hat halt gute Freistöße drauf. Ja. Gut, dann steht es ja doch 2:1, 34. Spielminute. Was habe ich da mit Vaz gemacht? Da war ich mit Vaz weggegangen bin, wenn er da vielleicht geblieben wäre,
wäre er noch da und Toni Kroos macht das Tor. Nur noch 2:1. Und da ist Irving Lozano. Jetzt muss Maxi Gomez irgendwo stehen. Der steht hier mit dem 3:1. 68. Minute. Und das ist so wichtig gewesen, denn Real Madrid macht halt den Druck, macht halt vorne bei uns alles. Wir waren seit der 30. Minute, seit dem 2:1, waren wir völlig von der Rolle seit dem Freistoß. Wir hatten nichts mehr nach vorne gebracht. Jetzt kommt Maxi Gomez mit seinem Doppelpack. 18. Minute. Und damit führen wir mit 3:1. Nein, da kommt Hazard. 72. Minute. 2:3 nur noch. Ja, da steht er wieder komplett allein und schießt dann einfach rein. Und damit kann es doch nochmal spannend werden. Wir sehen hier, Daniel Vaz lässt ihn so ein bisschen aus den Augen. Und dann kommt Hazard und schießt das 2:3. Barrenextea wartet auf José Gaya. Gut gemacht, José Gaya. 82. Minute. Was ist das hier für ein Spiel? 2:4. Gegen die Madrid-Clubs klappt es aber. Gegen Atletico 3:3. Hier führen wir jetzt 4:2. Und das hat Barrenextea gut gemacht. Er hat gewartet, bis Ferlau Mondi war es, glaube ich. Rausläuft, dass Gaya einfach nur noch durchlaufen muss. Erst ist Ferlau Mondi. Und dann einfach den Ball an Courtois vorbeischießen kann. In den Winkel. Keine Chance für Courtois. Erstes Tor für José Gaya in der Saison. Und damit führen wir mit 4:2. Direkt nach dem Tor packen wir Maxi Gomez raus für Manu Vallejo. Toni Lato darf nochmal rein für José Gaya. Paulista nochmal raus für Diakabi. Der Schiri zahlt es an, eine Minute Nachspielzeit. Und wir gewinnen in Madrid mit 4:2. Ich mag Manu Vallejo so unfassbar gerne. Ich weiß nur manchmal nicht, wenn ich ihn reinpacken soll. Ich habe ihn jedes Mal für Özil reingepackt. Jetzt werde ich es auch wieder machen. Jason rein für Barrenextea. Lato rein für José Gaya. Diakabi nochmal rein für Bartra. Und da würde ich sagen, gehen wir so in die Simulation rein gegen Ude Levante. Die spielen mit Aitom, Tor, Clerc, Veso, Brookson. In der Abwehr Melero, Malsa, Campana, Rocina. Im Mittelfeld Barnes und Moreno vorne. Würde ich sagen, starten wir rein. Da ist die Chance zum 1:0. Manu Vallejo macht ihn in der 19. Spielminute. Und gut, dass du immer meckerst, dass du gut in Form bist. Das sieht man auch. Und damit gehen wir mit ![
1 in Führung. Alo Soler, 29. Spielminute. 0:2 gegen Ude Levante. Und der sieht jetzt richtig gut aus. Ude Levante kommt nochmal ran. Der 37. Minute mit Barnes. Nur noch 1:2. Wir werden noch dreimal wechseln. Özil kommt einmal rein für Lozano, Coindredi rein für Manu Vallejo und Bartra nochmal rein für Gabriel Paulista. Das kann nicht wahr sein. Machen sie das 2:2. Sie machen das 2:2 mit Campana. Das kann nicht wahr sein. Und damit muss ich jetzt nochmal selber eingreifen und versuchen in den letzten Sekunden nochmal das Tor zu schießen. Wie kann man denn 2:0 führen und dann es auf 2:2 kriegen? Egal, mal gucken, ob es noch klappt. Coindredi spielt den Ball nochmal zu Maxi Gomez. Es klappt immer, es klappt auch hier. 91. Spielminute. Wir gewinnen auch gegen Ude Levante. Immer wenn ich reinspringe, machen wir noch das Tor. Und wer macht natürlich das Tor? Maxi Gomez. Und damit gewinnen wir gegen Ude Levante. Es hat doch nochmal geklappt. Wir haben sogar noch einen Ballverlust gehabt. Aber am Ende klappt es. Coindredi mit der Vorbereitung. Maxi Gomez schießt ihn rein. Keine Chance für Aitom Tor. Und das dann sein 19. Tor. Ein Tor ist jetzt hinter Hazard. Der 20, soweit ich weiß, vor dem Spiel. Und damit gewinnen wir gegen Ude Levante mit 2:3. Und so wie ich das weiß, ist ja Ude Levante unser Stadtrivale. Und deswegen umso geiler, dass wir gewonnen haben. Und dann sehen wir gegen FC Granada, werden wir wieder zwei Wechsel tätigen. Özil kommt wieder rein für Manu Vallejo und José Gaya nochmal für Toni Lato. Wir sehen Granada mit Silva am Tor, Domisi, Duarte, Perez, Volquier. In der Abwehr Kennedy, Herrera, Paulinho, Mila, Puertas, im Mittelfeld Nketiah. Im Sturm, hier gehen wir die schnelle Simulation rein. Mal schauen, ob wir gegen den 10. Granada bestehen können. Wir verlieren 3:1. Puertas trifft Nketiah, Herrera bei uns trifft Rakitić. Zwei Jugendspieler möchten weg. Sergio Prada, Angel Cordoba. Die schauen wir mal direkt rein. Hier ist Sergio Prado. Den werden wir auf jeden Fall mitnehmen, zum Profi befördern. Und Angel Cordoba werden wir auch auf jeden Fall mitnehmen. Real Valladolid den 20. werden wir auch mit der Elf spielen, wie wir das letzte Spiel verloren haben. Gehen die Schnellsimulation rein. Das ist der 20. Hier dürfen wir einfach nicht verlieren. Wir gewinnen mit 1:0. Manu Vallejo in der 87. Minute mit dem 1:0 Siegtreffer. Letztes Jugendscouting-Bericht für diesen Monat. Da schauen wir nochmal direkt rein, ob hier ein gutes Talent dabei ist. Im Moment sieht es noch nicht danach aus. Und wir haben wenigstens Roberto Cabrera. Ich habe mir nochmal überlegt, wir werden José Santos für 9 Monate nach Deutschland schicken. Sind wir mit dem Spiel gegen Atletico Madrid. Aber ich würde erstmal sagen, es war's von dieser Folge. Wenn euch die Folge gefallen hat, könnt ihr gerne ein Abo da lassen. Ihr könnt die Glocke aktivieren, damit ihr keine Videos mehr verpasst. Das ist es mir, Jungs. Haut rein. Bis dann und tschüss.